Unser Aktionswochenende war eingebettet in eine ganze Aktionschoreografie, gemeinsam mit vielen verschiedenen Akteuren. Das Wunderbare ist, Ende Gelände hat im Frühjahr dieses Jahres gesagt, wir gehen 2019 mit einer Massenaktion ins Rheinland. Und das Tolle ist, wenn Ende Gelände sagt, kommt alle, dann kommt auch. Mit einer riesengroßen Demonstration von Fridays for Future. Da waren über 40.000 junge Menschen auf der Straße in Aachen. Es haben sich sogar sehr junge Menschen von einer Brücke abgeseilt und damit ihre Form von zivilem Ungehorsam auf die Straße von Aachen in einer riesigen internationalen Demonstration getragen. Und dann am Freitag der große Aufbruch in unserem Camp. Es ging früh morgens los und über das ganze Wochenende verteilt waren wir mit tausenden Ende-Gelände-Aktivistinnen unterwegs und haben es geschafft, über 40 Stunden die Zufuhr zum Kohlekraftwerk Neurath lahmzulegen. Zeitgleich hat es ein anderer Finger geschafft, nämlich der silberne Finger, zu dem wir später noch kommen, die Hambachbahn zu blockieren, wodurch für einige Stunden überhaupt keine Kohle mehr von irgendeiner Grube über die Schiene in ein Kraftwerk im Rheinland gefahren werden konnte. Das ist ein großartiger Erfolg! Aber nicht nur Ende Gelände war unterwegs. Fridays for Future hat am Samstag ab Hutneukirch mit 7000 Leuten direkt an der Grubenkante gezeigt, auch die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future gehen zu den Orten der Zerstörung, bringen dort ihren Protest auf die Straße und sind mit einer riesigen Demo von Hutneukirch zur Abschlusskundgebung von Alle dürfen bleiben nach Keinberg gelaufen. Keinberg hat eine Abschlusskundgebung stattgefunden mit einem breiten Bündnis von Menschen, die in den von der Abwanderung bedrohten Dörfern wohnen und sich dort organisieren, um Widerstand zu leisten und dort unterstützt werden von Aktivistinnen aus unserer Bewegung, von Umweltverbänden, von NGOs. Dort ist Fridays for Future hingezogen, dort standen 8000 Menschen, haben wunderbare Bilder kreiert, wie sich Menschen zwischen die bedrohten Dörfer und die Grubenkante setzen und haben ein tolles Bild für Klimagerechtigkeit und für ein Ende des fossilen Kapitalismus gezeigt. Und das alles zeigt, die Klimabewegung wächst, die Klimabewegung hält zusammen und wenn wir alle zusammen, egal aus welchen Strömungen und Spektren wir auch kommen in dieser Bewegung, wenn wir alle zusammenhalten, dann hält uns niemand auf.